Herr Ewerke, AMS hat im Schlussquartal 2018 weniger Umsatz erzielt und ist schwach ins neue Jahr gestartet. Befinden Sie sich in einer ernsthaften Krise? Wir haben eine starke Nachfrageeinbruch im vierten Quartal gesehen. Wir sehen, dass sich das weiterführt im ersten Quartal, deswegen auch unsere Guidance von heute. Wir sehen, dass einige Halbleiterhersteller das ähnliche Erfahrungen gemacht haben. AMS ist positioniert für langfristiges Wachstum, aber auch sehr wichtig für profitables langfristiges Wachstum. Jetzt, wenn man den Aktienkurs verfolgt, vor 11 Monaten waren Sie auf einem neuen Rekord bei 120 Franken. Jetzt sind es wieder weniger als 24 Franken. Sieht so ein bisschen so aus, als ob Anspruch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinanderklaffen derzeit. Der Aktienkurs ist sicherlich nicht befriedigend, aber wir sind der festen Überzeugung, dass der Aktienkurs, den wir heute sehen, nicht die Firma und das Potenzial dieser Firma widerspiegelt. Anleger sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht, weil sie jetzt einen Dividendenverzicht für dieses Jahr bekannt gegeben haben. Was denken Sie, wann rechnen Sie wieder mit einer regulären Dividendenausschüttung? Wir haben heute gesagt, dass wir dort dazu keine Aussage machen können, aber dass wir die Dividende nicht ausbezahlen im 2019 ist die richtige Entscheidung für die Firma, weil keiner den Markt wirklich abschätzen kann, was in 2019 passiert. Aber zum Beispiel Aktienrückkäufe wären weiter ein Thema. Aktienrückkäufe sind weiterhin ein Thema und das werden wir auch tun. Sie setzen auch darüber hinaus keine Jahresvorgaben mehr, nur noch quartalsweise schauen Sie in die Zukunft. Jetzt kann man daraus schließen, dass die Wachstumsaussichten sich noch weiter eintrüben werden in diesem Jahr. Wir haben das geändert, wie andere Halbleiterfirmen das auch getan haben, dass wir nur noch Quartalsprognosen und Guidance abgeben. Und in diesem Marktumfeld ist das auch das einzig Richtige, was man tun kann. Sie sind ja generell sehr auf Wachstum getrimmt. Jetzt ist diesem Jahr die Marge zurückgegangen. Wann ist bei Ihnen so ein bisschen, wird der Wechsel kommen? Quasi mehr Fokus auf Marge, weniger Fokus auf Wachstum? Der Fokus auf Marge ist da und ist auch geblieben. Unser Fokus ist auch, die Balancierung, das Balance Sheet zu verbessern und Schulden zurückbezahlen. Profitables Wachstum ist das, was wir tun. Sie haben gesagt, unberechenbar ist die Zukunft im Endconsumer-Bereich, also sprich auch bei den Smartphone-Verkäufen, wo Sie ja tätig sind. Jetzt, wenn wir mal die Smartphone-Industrie ausblenden, AMS ist auch in anderen Bereichen tätig, was sind da so die Wachstumsaussichten? Wir sind auch sehr stark im Non-Consumer-Bereich, Medizinbereich, Industriebereich, im Automotive-Bereich. In allen drei Bereichen wachsen wir gut. Wir sehen das größte Wachstumsfeld für den Non-Consumer-Bereich im Automobilbereich, wo wir sehr große Design-Wins in 3D-LiDAR bereits haben. Aber die Umsätze kommen natürlich erst zu späteren Zeitpunkten, 2022 ungefähr. Aber dann, wir müssen uns vorstellen, wie groß wird der Anteil von diesem Automotive-Bereich am Gesamtumsatz sein? Gibt es da Schätzungen, Erwartungen von Ihrer Seite? Wir haben das mittelfristige Ziel für die Firma, dass wir 60% des Umsatzes im Consumer-Bereich machen wollen und 40% des Umsatzes im Non-Consumer-Bereich. Sie haben ja vor einem Jahr im Interview mit Cash gesagt, respektive Sie wurden gefragt, was für eine Schlagzeile von AMS Sie lesen möchten. Sie haben damals gesagt, go big or go home. Jetzt meine Frage, gehen Sie noch immer big oder ist so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt? Wir werden weiter big gehen und zwar ganz einfach, wenn wir nicht investieren in zukünftige Technologien, dann kann man sich sehr schnell aus dem Markt heraus dividieren. Und das hat gezeigt, dass die Investitionen, die wir getätigt haben, in 3D-Sensing durch Akquisition, die wir getätigt haben, ein sehr großes Wachstum gefordert haben. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Kosten sehr genau monitoren, dass wir unsere Schulden zurückzahlen und profitabler werden. Und genau das werden wir tun. Hat aber mit der strategischen Ausrichtung weniger zu tun.